Genau so ist es. Wir werfen jetzt einen Blick in die Sterne und starten wie immer mit dem Widder. Ja, zurzeit gibt es kein berufliches Problem, das Sie nicht in den Griff bekommen. Sie sind flexibel, offen für alles Neue und so, dass Sie sich gut auf jede Gegebenheit einstellen können. Die Stiere, die nehmen momentan alles ein bisschen zu ernst. Legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage und regen Sie sich nicht über Kleinigkeiten auf. Mit etwas Humor, da lebt es sich leichter. Die Zwillinge, die haben derzeit so viel Kraft und Energie, um die sie andere beneiden. Aber sie sollten sich nicht überschätzen und auch bedenken, dass sie auch mal Schonung und Erholung brauchen. Liebe Krebse, es hat keinen Sinn, wenn Sie den Menschen in Ihrer Umgebung Ihren Willen aufzwingen wollen. Sie sollten ein wenig zurückstecken, um eine Eskalation der Situation zu vermeiden. Die Löwen, die fühlen sich derzeit nicht so wirklich in Form. Die Arbeit, die will nicht recht gelingen und die Tage, die ziehen sich unangenehm in die Länge. Bewahren Sie Ruhe, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Die Jungfrauen, die sollten ihrem Körper wieder einmal etwas Gutes tun und einige Entschlackungstage einlegen. Sie werden sehen, ihre Energiereserven werden nach kurzer Zeit wieder aufgeladen sein. Und liebe Wagen, springen Sie über Ihren Schatten und zeigen Sie Ihren Lieben offen Ihre Gefühle. Es ist ein guter Tag für aufrichtige Gespräche, denn Sie sind sehr empfindsam und haben viel Gespür für andere. Die Skorpione sollten sich arbeitstechnisch weiterhin so bemühen wie zuletzt. Die Sterne stehen derzeit gut, dass Job und Belohnung sehr bald kommen werden. Und die Schützen, die kümmern sich ständig um das Wohl anderer und vernachlässigen sich dann auch ab und zu selbst. Wenn sie sich zu sehr verausgaben, kann das zu gesundheitlichen Problemen führen. Liebe Steinböcke, in den nächsten Tagen, da könnte eine verschollene Person auftauchen, die Sie schon lange gesucht haben. Vielleicht wird eine vergessene Liebe ja wieder neu belebt. Und liebe Wassermänner, Ihr Chef, der sieht jetzt endlich Wasser an Ihnen hat. Eine Gehaltserhöhung könnte demnächst bevorstehen. Bleiben Sie weiterhin motiviert. Und zum Abschluss noch zu den Fischen. Die räumliche Trennung von Ihrem Liebsten bereitet Ihnen Kopfzerbrechen. Besprechen Sie die Situation mit dem Partner. Vielleicht werden Sie dann ja gemeinsam eine Lösung finden.